Mahlzeit, meine Freunde. Ich habe mir vor 3-4 Tagen endlich mal meine kleine Solarplatte, Paneele, wie auch immer, die ich vor 15 Jahren auf dem Schrottplatz gefunden habe. Und sie hat, weiß ich nicht, Maße von ca. 50 mal 60. Mir hat jemand gesagt, die würde so ca. 50 Watt haben. Ist mir aber auch egal. Sie hat funktioniert. Sie hat 19 Volt bei Sonnenschein rausgebracht. Hier war eigentlich, ich bin hier auf dem Camping, hier an dem Mast war eigentlich die Satellitenschüssel. Aber da ich ja nun mal keinen Fernseher habe und auch nicht haben möchte, und das Rohr war eben dabei, passte wunderbar da drauf. Ja, jetzt kann ich sogar nach Bedarf, hier kommt noch ein kleiner Griff dran, kann ich nach Bedarf die Solarpaneele Richtung Sonne drehen. So ist er. Die Grundstellung sind jetzt, so wie sie jetzt steht, wäre es Richtung Süden. Und aber wie gesagt, wenn ich da bin, kann ich sehr bis abends hin, bis zum Westen hin reindrehen, holt sie mal was weg. So, kurz, jetzt habe ich schon viel zu lange gequatscht. Kabel verlegt im Leerrohr, hier drunter her. Und dann zack, da oben. Guck mal, weiß nicht, komme ich jetzt mal da rum. So, sieht man das schwarz-rote Kabel, denke ich mal. Oben in der Ecke in das Fahrzeug gelegt. Da war die einzige Möglichkeit, ja, günstig, ohne was zu beschädigen, dran zu kommen. So, jetzt zeige ich euch mal den Spaß innen drin. Ja, letzte Woche habe ich halt auch eine neue Batterie bekommen. Eine 112 Volt 100 Ampere Solar E, wie heißen die? EFB oder EFB, glaube ich, ja, irgendwie sowas. Die war super gut verpackt. Also sowas habe ich noch nicht bei einer Verpackung gesehen. Also da ist nichts passiert. Wie gesagt, steht hier in der Ecke. Die 2 Meter Kabel habe ich von einer anderen Solaranlage, die ich mir vor ein paar Tagen ersteigert habe, erstmal provisorisch genommen, weil ich jetzt gallig war, das Ding noch auch mal auszuprobieren, weil ich auch schon mal irgendwann mir hier so dieses kleine komische blaue Teilchen, den ja, hier Verteiler da bestellt hatte für diese 50 Watt Platte da oben. Gut, bla bla bla, da oben kommt das Kabel raus. Glücklicherweise war hier das Ende von meinen Deckenpaneelen. Konnte ich die Ecke rausnehmen, Kabel raus, und hier habe ich eh einen Schalter und eine Steckdose hingelegt. Schalter ist für außen. Ja, ich hoffe, ich habe das so einigermaßen richtig eingestellt. Das scheint jetzt also diese Ladung zu sein, die, also ich habe es mal eben probiert, ein Voltmeter zeigt nicht mehr als 12,3 Volt an. Das ist also der Maximalladestand, dass das abschalten soll. Hoffe ich, dass ich das richtig gemacht habe. Das 12,6, wenn die Lampe da rausgesaugt wird. Na, was ist denn jetzt wieder? 12,6. Ja, wenn sie wegen der Unterladung, habe ich es auf maximal 11,5 Volt gestellt. So habe ich es in einigen Videos gesehen. 24 Stunden für die Birne oder die da ja zusätzliche Licht hat, was man machen kann. Ja, das ist, glaube ich, die 601 habe ich hier stehen für die Batterie. Da habe ich aber leider nichts gefunden, was, wofür, weil da gibt es 601, 602, 603. Ja, diese kleine USB-Lampe, die habe ich schon immer wieder mal am Laptop dran gehabt. Wunderbar. Mehr Licht braucht man nicht. Das Ding, das strahlt also, wie gesagt, ohne Ende. Ja, dann hatte ich sogar schon, also hier noch einmal ganz kurz, dieser Solarcontroller. Dann hatte ich hier schon 10 Jahre, mindestens 10 Jahre her, wo ich mir den gekauft habe. 600 Watt, boah, ich habe von Elektrik keine Ahnung. Ja, das Ding hatte ich in der Ecke liegen noch. Habe ich mir mal irgendwann für einen Campingcar gekauft, also für einen Campingwagen, den ich dann aber nie benutzt habe. Ja, wie gesagt, den hatte ich schon angeklemmt. Sehr geiles, schweres Alugehäuse. Ja, hier hinten mit so, mit
Batterieklemmen halt dran, so zack Schnellklemme dran. Meter Kabel ungefähr, die habe ich hier angeschraubt, der Lüfter. Also es funktioniert. Ich hatte wie gesagt schon einen Dreierstecker dran gemacht und dann habe ich das Radio angeschlossen. Hier ist der Dreierstecker auch noch. Habe ich das Radio angeschlossen, ja, mein Ladegerät vom Laptop, mein Handy mit aufgeladen und achso, mein Gigacoop noch hier, damit ich hier auf dem Camping Internet habe. So, ich kriege keine Luft mehr, Freunde. Das wollte ich euch einfach mal kurz zeigen und für mich auch festhalten, damit ich überhaupt noch weiß, was ich so hier alles gemacht habe. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste und mein Gehirn braucht manchmal ein bisschen länger. Ja, das war's von hier, vom Camping, von mir, vom Norbert, vom Camping am Kanal. Bis dann, alles Gute, ich wünsche euch was. Ja, ein kleines Abo, ein Plus oder Minus Daumen nehme ich auch. Vielleicht sogar ein kleines, einen kleinen Kommentar, ob gut oder nicht gut, ist mir völlig Latte. Mir macht das einfach mittlerweile Spaß, weil ich sonst nicht mehr viel zu tun habe. So, leider ist heute nicht das Granatenwetter, aber die Paneele arbeitet. Bis dann. Ciao, ciao.